wieder alles Gute gleich von oben. Ich traue mich gar nicht, was zu trinken. Schiffteam hat ja nur große Klappe, weil er in irgendeinem Busch sitzt, während der Brudi und ich halbwegs Shift W spielen. Bei mir schlafen halt die Füße ein, wenn ich irgendwo mich da 10 Minuten hinsetzen muss. Jetzt hat man mal davon abgesehen, wegen Stream, dass das Tag of Set auch nicht so unbedingt das geilste Streaming-Game. Aber es ist halt für mich auch langweilig. Deswegen spiele ich ja kein Counter-Strike, weil wenn ich das machen könnte, würde ich Counter-Strike spielen. Ich breche gleich ab. Ja komm, Shifty, guckt dir doch mal die VODs an. Irgendwie überlebt immer der Shifty. Der Shifty ist der, der dann die die Leute holt, weil die denken, wir haben jetzt alle umgebracht. Da beißt die Maus nun mal keinen Faden ab. Ich bin nicht auf dem Richtigen. Ich bin immer noch in dem Falschen. Das nervt mich gerade. Ich weiß auch, wo ich bin. Da will ich definitiv nicht sein. Hier ist nochmal ein Fahrstuhl. Ich hab schon wieder Herzklopfen. Das ist immer... Komme ich denn in den Maschinenraum? Oh, Daniel, warum brauchst du so lange für das Spiel? Ja, keine Ahnung, weil ich immer ständig suche, wo ich lang muss. Und man sich keine Punkte setzen kann. Und vor allen Dingen, weil es ja so dunkel ist und nebelig, dass man nicht sieht, wo man hinläuft. Schwerelosigkeit aktiviert. So, jetzt war die Frage der Fahrstuhl war einmal hier rüberschweben. Was ist denn das da rechts? Was ist das? Achso, das ist die Dockingstation für den Fahrstuhl, für den Lift, ne? Höre bei Gott, wenn hier schon wieder irgendwas ist, ne? Schwerelosigkeit deaktiviert. Er fährt nach unten, so eine Scheiße, aber ich glaube. Nein, du brennst, hör auf mich anzuschießen. Ach so. Sag mal, die Besatzung, ich muss doch mal das ganze Schiffspersonal mittlerweile getötet haben. Es kann doch nicht sein, dass hier so viel noch rumläuft. Irgendwann ist es auch mal gut. Junge, 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 Junge. Die Shift-W-Shitter. Das wird der nächste Streaming-Titel. Die Shift-W-Shitter. Und dann Red Attack. Ja, perfekt, Alter. Ich bin jetzt im Kreis gelaufen und komme jetzt hier auch nicht weiter, oder was? Oh, schön. Kacke. Ja, toll. Ja, super, Daniel. Kann mir mal irgendjemand sagen, wie ich in diesen blöden Maschinenraum komme? Der muss da jetzt irgendwo ein Eingang sein. So, Deck 6 ist irgendwie komplett nichts da. Guck mal an. Es gibt eine Monorail Station dahin. Warum konnte ich denn damit nicht fahren, bitte? Ich habe doch versucht, dahin zu fahren.
Jo, Daniel zögert das Game raus. Ist gerade neben mir was hochgestanden. Sah gerade so aus. Nein, okay, cool. Oh, alles umsonst. Oh ja. Übrigens ist meine Munition alle. Er sei tot. Früher oder später musste das jetzt passieren. Das ist sehr schade. Weil der Flammenwerfer eigentlich die massivste Knarre überhaupt ist. Schwerelosigkeit aktiviert. Anstrengende Zeiten stehen mir bevor. Jetzt, wo ich den Flammenwerfer nicht mehr habe, wird es echt, echt unangenehm. Kann ich jetzt schon mal sagen. Schwerelosigkeit deaktiviert. Ich... Wirklich, bei Gott, wenn ich jetzt nicht mit der Monorail direkt in den Abbausektor fahren kann. Wir wollen den Maschinenraum. Wir sind im Abbausektor und ich will in den Maschinenraum, richtig? Ja. Und einfach ganz hoch. Einfach hochfahren. Hochfahre. Mit dem schnellsten Fahrstuhl EU-West. Also ein Frachtraum-Fahrstuhl ist halt auch nicht der schnellste, ne? Muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Ich sehe auch gerade ein ganz anderes Problem auf mich zu kommen. Meine Festplatte ist fast voll. Piepsen? Piepen? Irgendwie den aus Versehen den falschen Stirn. Ich habe aus Versehen die 3 gedrückt, hat die 2 und dann hat er aus Versehen die Desktop-Tonspur gemutet und nicht mein Mic. Mein dicke Finger halt, ne? Hm. So, wenn ich jetzt in die Monorail Station, also in die Monorail einsteige und da jetzt nicht die Station auswählbar ist, dann raste ich aus. Ganze Scheiße umsonst. Ja, nicht bescheuert. Das hätte ich doch gesehen vorhin. Ja, Abbausektor Maschinenraum. Was war die Scheiße? Ich sag doch, ich bin doch nicht bescheuert. Aber wie komme ich da hin? Wieder über irgendeinen... Hm? Was mit dem... Wird nicht angezeigt? Wird nicht angezeigt. Was? Hä? Ich bin nicht live, ne? Das ist ja interessant. Weil ich werde hier angezeigt als live. Nochmal live starten. Warum? Immer Games. Na, wenn man das nicht ein Bug ist. Taten. Muss man nicht verstehen? Die Frage ist, warum komme ich jetzt hier nicht weiter?
Wie das Spiel, bin ich jetzt im Maschinenraum gerade oder was? Bin ich doch aber nicht. Bin in Etage 6. Im Abbausektor. Wenn ich jetzt in den Fahrstuhl steige, rechts von mir, komme ich in die Hydrostation. Komme ich von der Hydrostation, dann müsste ich ja Etage... Wo bin ich jetzt? 6. Komme ich da irgendwie nach unten? 5? Hier? Doch schon wieder Kacke. Ja komm, das ist mir zu blöd. Wir machen jetzt einfach die Main Mission. Dann werde ich ja nie fertig in dem Spiel. Besatzungsdeck. Ja, bitte. Vielleicht hätte ich einfach mal schon die Quest anwählen sollen. Nachher komme ich wieder irgendwo raus, wo ich nicht hin will. So viel Spaß für wenig Geld, perfekt. Oh, was ist passiert? Fehler. Störung in der Energiezuführung. Bitte warten. Natürlich. Hatten wir eh schon mal das Thema. TikTok sagt also, ich bin nicht live. Nächster Halt, Besatzungsdeck. Vielleicht muss ich einfach mal nicht machen. Beenden. So, nein, einfach mal den Streamtitel nicht, dass es deswegen nicht macht. Sonstige Spiele. Welche an? Hä? Ah. Gut, also hin zum VIP-Shuttle. Oh. Schau mal an. Ah, untersuche Merkers Hauptquartier. Siehst du? Jetzt können wir da auch mal hin. Dann machen wir doch die nächste Side-Mission. Sie verfolgen. Etage 1. Und los. Fahren nach unten. Ne, nach oben? Nach unten. Ich hab den Schacht gebaut. Funktioniert nicht. Sie werden niemanden mehr verletzen. Tja, Mr. Temple. Ach, er? Sind Sie jetzt nicht mehr? Von noch. Was? Ich lebe noch, Mr. Clark. Und dank dieses undankbaren Menschen wird mir die Konvergenz immer noch verweigert. Masha, warten Sie. Hey, ich will es verstehen. Was ist Konvergenz? Das wissen Sie doch. Tot oder lebendig. Wir alle spüren die wahre Bestimmung des Markers. Wollen Sie nicht die wiedersehen, die Sie verloren haben? Ich... Ja? Dann helfen Sie mir doch. Mr. Temple hat sich geweigert. Aber wir sind so nah dran. Alles, was auf der Ishimura passiert ist, ist erst der Anfang. Wenn Sie es so ausdrücken,
können Sie und Ihr Marker sich zum Teufel scheren. Das lag wahrscheinlich am Titel. Nein! Scheiße, verdammt! Ein langsamer Tod in der Stadt. Er schon wieder. Ich kann ihn immer noch nicht töten, ne? Entkomme dem Jäger, ja. Entkommen heißt nicht töte den Jäger. Jetzt aber flinke Füße. Kann ich mir auch die Beine wegmachen? Dann ist er nicht mehr ganz so schnell. Oha. Spann dich. Wie soll ich dem Jäger entkommen, wenn ich nicht wegkomme? Er hat sich neue Beine gemacht. Perfekt. Jo. Entschuldigung. Oh, das war dumm. Wohin? Habe ich ihn jetzt so verkrüppelt, dass er... Nee. Junge, wie der nervt. Okay, wohin jetzt? Achso. So, die Quelle allen Übels. Achso, da, ich sehe sie schon. Jetzt geht's los. Schön, dass TikTok sich entschieden hat, jetzt auch noch live zu sein. Wo ist denn jetzt die nächste Bubble? Hier draußen nicht, oder? Nö. Er ist wieder aufgestanden. Schön, dass er mich nochmal getroffen hat. Kann mir mal jemand sagen... Wo zum Henker? Hashtag blind sein? Ist da jetzt mal genug hoch? Hey, ich bin bescheuert. So, Moment. Ich muss jetzt mal wegklicken. Ich habe hier so ein... Icon, so. Oh, Leute, das kann doch nicht sein. Also so blind kann ich doch jetzt wohl nicht sein. Fünf Stunden diese blöde Kugel suchen oder was jetzt? Oder hat das schon gereicht? Nee. Der steht halt auch immer wieder auf. Da? Nee. Es ist halt auch einfach mal nicht offensichtlich. Nervst mich halt tierisch, ne?
Kann mir mal irgendjemand sagen, wo dieses blöde Ding jetzt hier ist?